Heute ist es mein Ziel, Marvin aka Astral aka Kian zu der Realität zurückzuholen. Jetzt denkt sich Kian so, also Marvin, was ich euch damit sagen möchte, ist ganz einfach. Dieser Mann ist ja vaterlos und deswegen will ich ihn eigentlich auch einen Mann nennen, weil er ist ja kein Mann. Cheatet ja Minecraft, das weiß ja jeder. Das ist ja an sich gar nicht mal so schlimm. Soll er cheaten, wen juckt das? Aber was ihr mal bedenken müsst, der Mann arbeitet nicht und jetzt kommt das Schlimme. Seine Mutter arbeitet, aber die arme Frau arbeitet als Kellnerin. Ich meine, wir wissen alle, was Kellnern für ein Scheißberuf ist. Vor allem, wenn du so einen Ribex als Gast hast oder so, weißt du, der geht die ganze Karte einmal komplett hoch und runter. Aber scheiß mal kurz darauf. Die Frau bekommt eh schon wenig Lohn. Nein, wir wissen ja, die wohnt ja in Salzburg, die Geile. Also Kian ja auch. Und ich glaube, in Salzburg ist das Gehalt ganz normal, aber nicht ausreichend. Und jetzt fragt ihr euch, wie kann es sein, dass sich Kian dann trotzdem Augustus leisten kann? Ganz einfach, die Frau bekommt Trinkgeld. Und mit diesem Trinkgeld denkt sie sich so, ach komm, ich gebe das mal meinem Sohn, damit der auch etwas hat, weil ihr Sohn ist ja ein arbeitsloser Bastard. Er denkt sich ja auch nicht mal so, komm, Bro, ich geh arbeiten, meine Mutter ist nur am Schuften, Digga. Und ich spiele den ganzen Tag Minecraft und cheate Leute um. Und was macht Kian? Er nimmt das Trinkgeld, also sein Taschengeld, und kauft sich erstmal Augustus für 80 Euro. Um dann so gegen mich zu enden. Aber scheiß mal kurz darauf, ob er jetzt so reingeschissen hat gegen mich oder nicht. Es gibt jetzt ja kein Schwein. Hauptpunkt ist dennoch, der Mann geht so respektlos um mit dem Geld seiner Mutter, was er bekommt. Also klar, ich verstehe es, er geht zwar nicht raus und so hat keine Freunde. Er soll das Geld sonst ausgeben. Also Kian, ich verstehe es wirklich nicht. Ich versuche da ganz Zeit drüber so nachzudenken, aber es geht nicht in meinen Kopf rein. Wie kannst du mit dem Gedanken fein sein, dass seine Mutter alleine schuftet? Ich meine, dein Vater ist ja abgehauen, nachdem du geboren wurdest. Ich weiß nicht, ob du eine Arschgeburt warst und dass dein Vater irgendwie deswegen abgehauen ist, aber dass genau du geboren wirst und er dann abhaut, ist mir schon sehr, 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 sehr suspekt. Und das, was deine Mutter macht, die liebe Sandra, ist auch nicht okay. Nach etwas Recherche habe ich halt diesen Artikel hier gefunden. Kellnerin aus Salzburg bietet erotische Dienste an fürs Trinkgeld. Vergiss nicht, was ich euch gesagt habe. Dass Kian seiner Mutter Partnerlook hatte, und zwar beide hatten lila Haare. Und das war mal so ein Gerücht, womit Kian mal so ein bisschen beleidigt wurde. Und ich habe mir dieses Gerücht mal aufgeschnappt und habe etwas Recherche betrieben und habe den Laden gefunden. Aber dazu kommen wir gleich. Eine alleinziehende Kellnerin namens Sandra S., sie heißt Sandra Strauß mit Nachname, bietet im Restaurant erotische Dienste an, um an mehr Trinkgeld zu kommen, was Kian für Augustus ausgibt und Microaccounts. Mitarbeiter beschweren sich außerdem darüber, sie ein Verhältnis mit ihrem Chef hätte, um eine Gehaltserhöhung zu bekommen. Laut Mitarbeiter blieben diese Dienste nicht nur bei den Gästen, sondern auch beim Chef. Wenn wir etwas runtergucken, sehen wir, dass BMS GPK aka Bundesministerium für soziale Gesundheit, Pflege und Konsumentenschutz wurde eingeschaltet und wird diesen Fall überprüfen. Der Landeshauptmann von Salzburg, Wilfried Haslauer, ist empört über diesen Ablauf des Restaurants. Was haben wir daraus gelernt? Seine Mutter betreibt sehr, sehr verbotene Dinge in einem Restaurant. Und das interessiert Kian nicht mal. Er macht dagegen nicht mal was. Außer vielleicht die Dienste seiner Mutter in Anspruch nehmen. Weil ihr müsst bedenken, die Frau ist seit Jahren alleine, ne? Und Kian ist ja der einzige, in Anführungszeichen, männliche Wesen, den sie noch hat. Also so unwahrscheinlich ist es auch nicht. Ich weiß, dass es mein Ziel war, dir zu helfen. Aber es muss auch erstmal deiner Mutter geholfen werden. Versuch mal irgendwas. Versuch deinen Vater aufzufinden. Mach eine Facebook-Anzeige, irgendetwas. Und find deinen Vater. Er muss deine Mutter wieder bändigen, Kian. Ich meinte Marvin. Denn das geht wirklich nicht. Nach etwas mehr Recherche habe ich auch das Restaurant gefunden, in dem seine Mutter tätig ist. Und dort werden wir jetzt einmal anrufen. Schönen guten Tag, Restaurant zum hier. Schönen guten Tag. Ich wollte mich über eine Mitarbeiterin beschweren namens Sandra Strauß. Sie hat auch einen Sohn namens Marvin Strauß. Bin ich hier richtig? Ja, Sandra Strauß arbeitet bei uns. Woran möchten Sie sich dann beschweren? Alles klar, okay. Und zwar, ich denke, das war ein Beweis genug für euch, dass es die Mutter ist von Marvin, also Kian. Ich weiß nicht, was ich dazu noch so sagen soll. Ich hoffe irgendwie, du wirst mal ein Mann oder so und färbst dir dann lila Haare mal ab und machst dir mal eine Glatze oder so und keine Ahnung. Du bist aber ein Mann.